Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM23. Die Rückrunde, die in der letzten Folge gestartet ist, war bisher tragisch schlecht, sagen wir es einfach so. Muss heute besser werden. Wir haben Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund auf dem Plan. Ich hoffe mal, dass das deutlich schöner heute werden wird. Ich habe Hoffnung, sagen wir es so. Wir sind noch nicht am Spieltag, weil wir haben jetzt gleich noch den Deadline Day, den wollte ich gerne mit euch machen. Und alles so, was drumherum passiert, hat momentan viele Angebote bekommen, die ich alle immer ablehne, weil die meisten sehr schlecht sind. Wir haben einen neuen Co-Trainer, nachdem Schaas ja, warum auch immer, komischerweise gegangen ist in der letzten Folge. War vielleicht ein bisschen impulsiv. Habe ich mir jetzt Dominik Peitz geholt als Co-Trainer, der auch gute Werte hat. Ich muss sagen, mal gucken, wie lange der bleibt, weil ich glaube, das habe ich ein bisschen überstürzt, weil eventuell könnte es auch Louis Holtby werden im Sommer, aber das ist dann für später. Nur Dominik Peitz wird auf jeden Fall bis zum Sommer unser Co-Trainer sein. Habe ich mir geholt von Kiel, habe dafür 45.000 Euro Ablöse gezahlt. Und 5,5 verdient er jetzt, ist auch nicht wirklich wenig, aber ja, so impulsive Entscheidungen sind manchmal kostspielig. So, die Angebote, die werden wir alle ablehnen. Die werden auch noch zu Haufe reinkommen. Häufiger. Übrigens, Denayer hatte ich gesehen. War doch so, dass im Afrika Cup die besten Gruppen Dritten weiterkommen. Nur das Problem ist, Denayer hat dann zwar die nächste Runde gespielt, aber 2:5 gegen Ägypten verloren. Also mittlerweile ist Denayer wieder da. GG, ne? Wird dann auch gegen Hoffenheim wahrscheinlich in der Startelf spielen. Belgien hatte sich leicht verletzt. Mal gucken, ob der für Hoffenheim fit wird, die dann auf Platz 17 gleich sind. Leverkusen, unser zweites Spiel ist auf Platz 10. Und dann mal gucken, ne? Ich würde gern machen, dass wir in der nächsten Folge schon den Youth Intake haben. Das wäre sehr, sehr nice. Haben nach dem dritten Spiel heute eine kleine Länderspielpause. Also werden heute auch nur die drei Spiele machen. Und dann sollte man sich schon so langsam mal überlegen, was man so im Kader machen möchte. Momentan ist schwierig. Weil ich auch nicht weiß, wie viel Geld ich bekommen werde, ne? Dieser große, große Punkt des neuen Stadions, der schwirrt ja noch über unseren Köpfen. Momentan haben wir 9,8 Millionen auf dem Konto. Das Budget, das angeblich garantierte Budget, beträgt nächstes Jahr 7,6 Millionen. Sehe ich nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich scoute momentan übrigens auch noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass wir uns heute da was holen werden. Weil, wenn, dann wird es nur jemand sein, der unter 100.000 kostet. Und ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele von. Es ist exakt einer und den haben wir nicht komplett gescoutet. Aber ich scoute momentan halt alle, nur die werden nicht durchgehen heute. Deswegen lassen wir das. Haben ja auch genug Talente jetzt gekauft, ne, zum Horten. Ich hoffe nur, dass ich das am Ende nicht komplett umsonst gemacht habe und das Stadion nicht gebaut wird. Wir werden mal gucken. Die nächsten paar Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden für uns in Sachen Planung. Habe ich alle registriert, die registriert werden müssen? Jupp. Passt. Mittlerweile sind wir bei 21 Millionen angelangt für Sinan von Hoffenheim. Damit ist es auch ein guter Wert, aber ihr kennt ja meine Prämisse, na, am letzten Tag der Transferperiode sind die Spieler doppelt so teuer. Und eventuell könnte man drüber nachdenken, aber nicht am letzten Tag der Transferperiode. Ich finde es schön, dass unsere Jugendspieler so viele Angebote bekommen. Das gibt mir immer so den Indikator dafür, dass die wohl doch nicht so schlecht sind. Bin gespannt, wie es gleich aussehen wird bei der Mentoring-Übersicht. Oder ob ich die Gruppen, die neuen, gut eingestellt habe. Und dann bin ich auch sehr gespannt auf die Leihübersicht, die wir wahrscheinlich nach dem Leverkusen-Spiel bekommen, ob die jetzt neu verliehenen Spieler etwas besser sind. Hoffenheim mittlerweile bei 23 Millionen. Aber Sinan hat auch wirklich gar keinen Bock. Also wir haben da auch gar kein Problem, das abzulehnen, weil, ja klar, es laufen halt momentan keine Spiele. Was soll ich denn machen, Fabian? Also bitte. Warum habe ich eigentlich einen Mannschaftsbetreuer mit Fabian Frohs, hieß er, glaube ich, den ich aber nicht zünden kann? Ja, das mit Holtby ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, als ich gerade den Spieler geholt, als ich gerade den Co-Trainer geholt habe, dass ich dachte, irgendwie hätte ich auch den nehmen können, hat gute Werte und wäre halt eine interessante Story, dass der Aachener Jung halt jetzt Co-Trainer ist. Mache ich vielleicht dann im Sommer. Weil das Geld jetzt für die Abfindung nochmal
23 dann auch schon wieder, aber jetzt nicht unbedingt direkt nachdem wir den verpflichtet haben. Aber ja, so, das wäre schon. Rainer Bagura hat sich leicht verletzt, eine Knöchelprellung ist es bei ihm. Muss mich dran erinnern. Ui, ui, okay, warte mal. Wolfsburg bietet süße 5,25 Millionen für Jascheschwili, der, ich glaube, unser zweitbester Verteidiger ist von den kompletten Verteidigern, die wir haben, von der Note her. Marktwert ist auf 5,8 bis 6,4 und er möchte dahin. Also er wird richtig hart haten wahrscheinlich. Und Hoffenheim lässt dich locker bei Sinan. Hier würdest du mich dann halt auch, oder hier würde ich mir dann auch wünschen, falls Jascheschwili jetzt rummeckert, von wegen, dass er nicht gehen darf, von wegen, Brudi, es ist der letzte Transfertag, ich habe keinen Ersatz für dich, wie schnell soll ich Ersatz für dich holen und das Angebot ist halt schlecht. Halt einfach mit klaren Fakten, so wie es halt ist, ne? HSV und Fulham möchten Beute haben. Das Problem bei Beute ist jetzt, die Angebote sind so schlecht, dass man auch gar nicht drüber nachdenken müsste. Und das Problem ist, die werden normalerweise deutlich besser werden. Nur da wir seinen Vertrag verlängert haben, allerdings erst ab Sommer, wird sein Marktwert dementsprechend auch immer runtergehen, weil das Spiel erkennt ja an, okay, sein Vertrag wird verlängert, aber sein Vertrag läuft eigentlich aus im Sommer. Und logischerweise ein Spieler mit 6 Monaten Vertrag hat keinen guten Marktwert. Deswegen sind die Angebote so schlecht bei ihm. Ja. Ist schon ein bisschen doof. Find's interessant, wie viele Angebote für Yolanda kommen. Soll ich den vielleicht doch noch verleihen? Damit er ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommt als Linksverteidiger? Sollte ich vielleicht, ne? Wenn er so viele Interessenten hat, vielleicht kriegt er dann auch jemanden, der ihn regelmäßig spielen lässt als Linksverteidiger. Und zwar als Flügelverteidiger. Erdemir vielleicht auch? Ich meine, ach, der ist zu jung sogar. Upsi, der ist zu jung. Vielleicht Rainer Bagura noch verleihen? Er würde halt nicht schaden, oder? Besser halt als U19 zu spielen. Also warum eigentlich nicht? Mal gucken, vielleicht kommen hier noch Angebote rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. Allzu früh dürfte es jetzt nicht mehr sein. Vielleicht ist es dann auch zu spät schon, um die anzubieten. Ah ja, war auch schon zu spät. Hätte ich mir vielleicht auch vorher einfallen lassen können. Weil ja einige Sachen können, glaube ich, noch wechseln. Ne? Das hatten wir jetzt schon die letzten paar Transferphasen gesehen. Ja gut, wir kriegen auch noch Angebote. Also dicht ist es noch nicht. Aber wir kriegen auch keine Leihangebote, leider. Aber ein Versuch war's wert. Schön, dass Holm so gut trainiert. Gleich mal gucken, wenn wir die Leihübersicht haben, wie sich Hoffmann mittlerweile macht. Hab da gerade die Meldung bekommen, dass er eine Vorlage gemacht hat. Oh, Gladbach hat in der allerersten Minute getroffen und dadurch auch 1-0 gewonnen. Mein Gott, sind das viele Angebote. HSV mittlerweile mit 1,2 Millionen Angebot für Beuth. Stand jetzt würde ich sagen, ist unsere Doppel-6 nächstes Jahr Hakan und Hoffmann. Auch wenn es mich ein bisschen traurig stimmen würde, dass wir Beuth abgeben würden. So, zeig mir mal den Monatsrückblick fürs Mentoring, nachdem ich das hier richtig gemacht habe. Gott, ist das alles falsch. Haben wir. Wer ist denn jetzt kaputt? Kann Belgien morgen? Eher nicht. Dann könnte ich aber noch Qualmann mitnehmen. So, zeig mal. Nur Dunedain hat seine Loyalität verbessert, gesteigert und konzentriert sich jetzt mehr. Immerhin. Ist auch schon mal gut. Bei ihm haben wir dieses Jahr, glaube ich, viel, viel Entwicklung, da er halt 9 Spiele jetzt schon gemacht hat in der Bundesliga. Nicht nur, weil Senaya und Tugbenio gerne mal ihre Spiele haben, die nicht so gut sind, sondern auch natürlich, weil Senaya jetzt beim Afrika Cup war. Das ist immer halt das Ding, ne, beim Afrika Cup. Ihr wisst ja, dass ich da wirklich sehr drauf achte, dass ich nicht unbedingt Spiele habe, die zum Afrika Cup reisen. Aber wenn ich dann halt eh gute Sachen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn ich jetzt eh gute Sachen in der Jugend habe, dann ist es nicht so tragisch. Belgien kann auch nicht, Yolamba kann auch nicht, von daher ist es eh wurscht.
mit dem Verleihen. Oh, hier muss ich jetzt kurz überlegen, was ich jetzt mache. Normalerweise frage ich die Kanalmitglieder halt erst zum Youth Intake, was ich mit den Spielern machen soll, die für die zweite Mannschaft eingeplant sind. Allerdings ist das jetzt noch ein bisschen hin. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich glaube, Chemical Flex würde dann auch eher was. Ich muss mal gucken, ne? So, Hoffenheim. Hoffenheim hat letztes Mal 2 zu 0 gegen Union gewonnen, davor 4 zu 3 gegen Schalke verloren, davor 2 Siege gegen Wolfsburg und Köln geholt. Also nicht unbedingt eine leichte Mannschaft, auch wenn sie auf Platz 17 sind. Wir haben 2 zu 2 gespielt in der Hinrunde. Wie sind die eigentlich auf Platz 17, wenn die jetzt gerade so im Aufwind sind? Formtabelle sagt bei Hoffenheim, dass sie auf Platz 4 sind. Wow, und wir sind halt auf Platz 14. Autsch. Also komplett andere Voraussetzungen, als in der normalen Tabelle zu sehen sind. Ja, mal wieder ein 4-4-2. Das klappt leider gut gegen uns meistens. Wäre schön, wenn das heute nicht der Fall ist. Natürlich jetzt, wo Bagan nicht kann, werden wir Quali mitnehmen. So, Jan Philipp kommt rein für Bagan. Aufstellung habe ich schon gemacht. Dachte mir, das wird schon so passen. Das sind die Spieler, die bisher am besten performt haben in der Saison bisher. Sowohl von den Noten als auch von der Statistik her. Also wir haben eigentlich alle Spieler, die Vorlagen gemacht haben. Wir haben den besten Torschützen bisher mit Schura noch vorne drinne. Und hinten haben wir die Notenstärksten. Vierter gegen 14. wirklich in der Formtabelle. Das wird richtig, richtig schwer. Also keine Ahnung, wie Hoffenheim auf Platz 17 ist. Wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht. Let's go, Boys. Wir brauchen aber dringend mal wieder einen Sieg. Alleine, weil Gladbach und Freiburg mittlerweile sehr, sehr lauern hinter uns. Aber momentan komplettes Formtief. Also wir sind extrem scheiße in die Rückrunde gestartet. Ganz, ganz schlimm. Brauchen ganz dringend einen Befreiungsschlag. Normalerweise könnte man sagen, gegen den Tabellen 17. könnte das passieren, aber wenn die in der Formtabelle auf Platz 4 sind, dann wohl eher nicht. Schilderup bringt den Ball auf Marco John, Fessler, Baumgartner, Santosch klärt erstmal. Den sollten wir jetzt aber bitte haben. Was macht Lavic daraus? So, das ist in Ordnung. Nicht perfekt rausgespielt, leider direkt zum Gegner. So gibt es die erste gute Chance für Hoffenheim, das müsste aber abseits sein. Ich habe jetzt nicht auf Öhrmann geachtet, der heute neben Jascha spielt. Aber es ist abseits. Dürfte auch nicht wirklich knapp gewesen sein, oder? Der Pass ist natürlich trotzdem überragend, aber es war nicht knapp. Eckball, Tuk Benio. Henerbach an die Latte und Hakan dann an den Pfosten. Das ist halt auch leider so typisch, ne, für unsere Saison bisher. Wir haben halt auch gerne mal richtig Pech. Nächster Eckball wieder zu Benio. Der sieht besser aus und dieses Mal ist der Ball drüber von Jascha. Ja, wir haben überall Probleme momentan. Ne? Mit dem Tore schießen. Schuranov 6-5, Lavic 6-5. Einfach mit allem. Udines kommt rein für Lavic. Unsere einzigen Chancen waren jetzt halt wirklich nach den beiden Standards. Ich gehe mal auf Offensiv und ermutige die Jungs nochmal. Tuk Benio wieder ein Standard für uns. Und dieses Mal ist der Ball endlich drin. Meine Güte. Kopfballtor nach Ecke von Yashashvili. Sein erstes Saisontor. Geht doch. Sehr schöne Ecke von Tuk Benio. Ich glaube, da hatte ich eben gesehen im Vorlauf, dass er seine Flanken mittlerweile extrem verbessert hat. Ich glaube, er ist mittlerweile bei 16 angelangt. Jo, 16 Flanken. Das ist schon hart überragend mit 9, 20. Mit 29, ja. Gerade 20 geworden. Öhrmann macht das nicht perfekt. Oh! Der wurde da gehalten. Und das ist die gelb-rote Karte für Gechter. Und damit eine ordentliche Chance nochmal für uns hier den Sack zuzumachen. Hütti kommt rein für Schuranov, der jetzt gerade auch die Gelb-Rote quasi rausgeholt hat für den Gegner. Sehr, sehr nice. Keinen Unsinn machen, Boys, ne?
Riesige Chance für uns jetzt hier, den Befreiungsschlag zu schaffen mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Gegen ein Team, was zwar unten steht, aber halt momentan gut am Start ist. Udines kriegt einen wunderschönen Ball und schippt den Ball in die Hände von Tobea. Ich werde mal ab und zu Zeitspiel machen, zur Sicherheit. Kennen ja unsere Pappenheimer. 4 Minuten Nachspielzeit, dann wird nochmal Lukas Assadi reinkommen für Hinnerbacher. Und der letzte Wechsel wird dann Chipperfield für Santos werden, falls überhaupt noch durchgeht. Geht er wahrscheinlich sogar, ja. Tugbenio nochmal und Jaschesch wieder mit der nächsten dicken Chance. Also, so. Ich warte mal kurz ab mit dem Satz. Der ist raus. Schiri. Mhm, komm. Schiri. Mhm. Mr. Schiedsrichter, würden Sie bitte die Pfeife in den Mund nehmen? Wir machen zurück kein Zeitspiel. Schön, also Tugbenio heute mal noch der Match auf jeden Fall. Schiri? Willst du nicht mal abpfeifen? Sinan? Nee, der hätte schießen müssen. Sehr schön. Also auch wenn wir jetzt gerade gewonnen haben, man muss natürlich sagen, es war nicht perfekt. Wir haben, wenn dann, nur was aus den Standards rausgeholt. Was letztes Jahr eine große Schwäche von uns war. Also in der Hinsicht haben wir uns wenigstens verbessert. Allerdings, es war schon nicht souverän, wenn man aber bedenkt, dass die Rückrunde bisher so schlecht war und wir im kompletten Januar halt kein Spiel gewonnen haben. Kann man sich, glaube ich, nicht ärgern. Es ist in Ordnung. Und Yeshashvili, freut mich, dass er ein Tor gemacht hat. Sein erstes Tor dieses Jahr. Aber Tugbenio auf jeden Fall richtig, richtig stark. Leverkusen. Jedenfalls gleich. Mal schauen, wann wir dann die Übersicht haben für die Leihspieler. Ich hoffe, die kriegen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Ich weiß nicht, normalerweise kommt die ja so um den 13., also so im Monat irgendwo. Aber gefühlt habe ich da schon alles gesehen vom 4. bis zum 20. im Monat. Einfach mal abwarten. Spiel gegen Dortmund läuft im TV. Das ist es jetzt in dieser Folge, glaube ich. Und Dortmund verliert das Derby 2-0 gegen Schalke, die damit wieder an uns vorbeiziehen. Ei. 33 Punkte, 4 Punkte vor Gladbach auf Platz 8. Oh, das wird noch ein hartes Stück Arbeit werden, nach Europa zu kommen. Aber wir fighten. Und wir haben jetzt auch gerade gezeigt, auch gegen ein formstarkes Team können wir wieder zurückkommen. Leverkusen wird aber nochmal ganz interessant. Spielt Aki Petersen. Wir könnten gleich mal gucken, was Aki Petersen mittlerweile mal macht. Ne? Ob der viel spielt bei Real oder nicht. Schalke ist jetzt 10 Spiele zu Hause umgeschlagen. Nicht schlecht. Masson hat ein Törchen gemacht. Sehr, sehr nice. Und ich habe sehr viele Scouting-Berichte abgeschlossen. Wie sieht's denn da mittlerweile so aus? Viele, die ich auf jeden Fall wieder löschen kann. Das sind die, die ich gerade erst reingepackt habe. So, David auch raus. 84 Spieler mittlerweile. Ja, ist in Ordnung. Ich scoute die einfach weiter, ne? Das mache ich einfach die ganze Zeit gerade, damit ich dann im Sommer vielleicht was habe, was interessant ist. Vor allem halt die Schnäppchen, ne? Also hier so 12 Millionen oder so, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn es da wirklich Spieler gibt, die unter 2 Millionen kosten, dann sollte man da schon zuschlagen. Sollte man das Geld haben. Ich bin mir halt noch nicht ganz so sicher, was ich im Sommer machen möchte. Ah, ja, ich sag's doch, ne? Man, es ist immer random, wann der kommt. Schauen wir mal, die beste. Oh Gott. Die schlechteste Note. Ach, Romy! Die schlechteste Note hat mal wieder Romy Felgenträger. 6,1 in seinem ersten Wattenscheidspiel. Eisi hatte eine 6,4 in seinem ersten Wattenscheidspiel. Zawadzki mit weiter nur einem Tor in 10. 6,49. Namist hat bisher 4 Spiele und eine Vorlage gemacht bei Giannina in der zweiten griechischen Liga, 6,5 Note. Bosco bei Schwarz-Weiß-Reden 3 Spiele gemacht, 6,57er Note. Jolla Oedinski, 4 Spiele jetzt, da sind die vorherigen noch nicht drin, mit einer 6,57er Note. Ein Tor gemacht. Hoffmann hat mittlerweile 20 Spiele, das ist sehr, sehr schön. Ein Tor, 4 Vorlagen. Die Durchschnittsnote ist nicht so perfekt. Hoffe, da geht noch ein bisschen mehr. Murphy Mackay hat immer noch kein Tor gemacht in den 14 Einsätzen, die er bei Fürth hatte, bei seiner 6,65er Note. Strinö
hat eine Vorlage gemacht als Innenverteidiger, die war sehr, sehr früh, glaube ich, in 14 für Bremen, 6,66er Note. Kaspar Thomasson hat mittlerweile 3 Tore mehr gemacht, sehr schön, 16 Spiele, 6,69er Durchschnittsnote. Klappi spielt weiterhin, stammt bei Bielefeld, sehr, sehr schön, 6,71er Note. Aslanidis, ja, da läuft gar nichts, aber der wird auch verkauft. Kilian Waldhauer, 4 Spiele gemacht für Bremen, 6,80er Note, perfekt, sehr schön, spielt bisher alles. Nedeljkovic auch schon viel gespielt. Ich glaube, das dürften auch alle Spiele gewesen sein. Wir haben ihn ja relativ früh verliehen im Januar. Also kann mir nicht vorstellen, dass Bremen schon mehr als 4 Spiele hatte. Hat auch eine Vorlage gemacht und sogar eine etwas bessere Note als Waldhauer. Didier 2 und 1 in 20 für Troyes. 6,89er Note. Pablo Oliveira 4 und 0 in 22 bei 6,94. Und Marson ist der Beste mit einer 7,25, 6 Tore und 4 Vorlagen in 15 Spielen für Fürth. Bin ich eigentlich echt zufrieden. Also so wie das hier aussieht, wäre natürlich schön, wenn Eisi und Felgenträger noch mehr spielen. Würde mir auch wünschen, dass Namist Bosco und Oudinski da bessere Noten bekommen. Hoffmann, ja, Hauptsache der trainiert weiter gut. Wow, 32 bis 38 Millionen Marktwert, okay. Aber immer noch nur ein Spieler für die dritte Liga. Ja, wer kennt's nicht, ne? Die Drittligaspieler, die 32 bis 38 Millionen kosten. VTFFM, altes. So ein Hashi wird zu Kebeler gehen, heißen sie, ne? Es sei denn, ich muss da noch was machen dann, wenn das mir aufgetragen wird. So ein Leverkusen jetzt. Dann haben wir unsere Leihübersicht ja noch gehabt. Sehr, sehr schön. Und dann war die sogar echt positiv. Ich hatte schon wieder die Angst, dass die Spieler, die ich jetzt gerade verliehen habe, wieder nicht spielen werden, dass da die Spieler wieder halt, ja, zurückbleiben in der Entwicklung. Das wäre halt doof gewesen. Und die einzige Prämisse, warum ich die ja halt verleihe, ist ja, damit die wirklich nochmal deutlich besser werden. Dass sie durch die anderen Gegebenheiten und durch eine andere Liga als die U19-Liga halt wirklich durch die Erfahrung besser werden. Und ich bin damit eigentlich immer gut gefahren. Also so ein Mix aus in der eigenen Mannschaft entwickeln, U19, vielleicht sogar zweite Mannschaft und verleihen, ist immer eigentlich das Beste, was man machen kann. Wobei ich mir natürlich wünschen würde, dass wir unsere zweite Mannschaft spielbar hätten irgendwo in der Regionalliga oder Oberliga. Ja, das wird ja nun mal leider nicht mehr passieren in diesem Safe. Das ist richtig, außer Achter. Stimmt, Qualmann könnte ich jetzt wieder zu. Ne, Quatsch, Qualmann gehört ja gar nicht dazu. Yolamba ist es der momentan aber noch leicht angeschlagen ist. Bagan wird wieder reinkommen in die Mannschaft, aber nicht als E10, sondern als E3 bitte. Ich glaube, heute bin ich mal hardcore crazy. Oh. Ah, das. Warum sage ich Sachen? Ich wollte sagen hardcore crazy und ich lasse mal die gleiche Aufstellung spielen. Ja, hat sich ja gelohnt, ne? Ich würde mal Injektion geben. Und danach kann er dann gegen Dortmund auf der Bank chillen. Weil gegen Dortmund wird er offensiv nicht so glänzen können, wie ich mir das wünschen würde. Eine sehr, sehr starke Trainingswoche scheinbar. Viele mit einer über 8,5. Sehr, sehr nice. Aber ich würde mir auch so wünschen, dass Skiddes sich besser entwickeln würde, ne? Nichts würde mich halt glücklicher machen, wenn ich sehen würde, dass die Spieler, die von den Kanalvideos benannt worden sind, dass die dann halt trotzdem neben uns solide Karrieren machen würden. Aber oft hast du es ja auch so im FM, wenn du unten startest und irgendwelche Spieler hast, die zum Beispiel auch überperformen, dass wenn du die dann halt ersetzt, die gar keinen Verein mehr finden, weil alle anderen Vereine halt nicht dieses Maximum an Potenzial oder Maximum an Leistung rausholen können, was du halt rausgeholt hast. Und dann werden die halt ihre Karriere mit 24 beenden. Das kann ich mir beispielsweise sehr gut vorstellen bei vielen Jugendspielern, die wir aus den ersten Intakes hatten, zum Beispiel sowas wie Chesney. Der, gut, der ist jetzt halt zu Hertha gegangen, aber der spielt ja halt nicht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der irgendwann halt sagt, ja gut, dann nicht. Wobei ich nicht weiß, inwieweit das gepusht wird, wenn man nur die ersten drei Ligen drin hat. Also jetzt haben wir hier auch noch Regionalliga drin. Da kann ich mir schon vorstellen, dass. Ach, Tagbenio kann ich trotzdem nicht mehr einsetzen. Super. Dass deswegen dann gesagt wird, okay, dann retire ich halt nicht, sondern geh halt
Ach so, Paris ist ja nicht zu Real. Und gehen dann halt immer in die Regionalliga. Aki spielt sogar echt regelmäßig. 26 Einsätze hat er gehabt. Und einen Kurzeinsatz. 709er Note. Sehr, sehr nice. Freut mich für ihn. Hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber freut mich für ihn. 4-2-3-1 ist es bei Leverkusen. Teddy Biasi oder was? Der Ivo. Leverkusen 3-2-Sieg gegen Union. Ach so, Union, und wir haben einfach den exakt gleichen Spielplan, oder? Weil Köln, Schalke und Union sind immer die letzten drei Gegner bei uns. Bei unseren Gegnern meine ich. Ja, zuletzt Sieg, aber davor nicht so stark. So, wenn ich jetzt Tagbenio rausnehmen muss, wen nehme ich denn mit? U19 spielt gerade zeitgleich. Ich kann ihn wirklich nicht. Nee. Also auf jeden Fall kommt ja Senaya dann rein. Viel anders machen möchte ich dann auch nicht, weil ich habe ja gesagt, dass ich mehr Konstanz reinbringen möchte in die Formation. Dann nehme ich Peon mit, denn der ist ja unser Allrounder in der Hinsicht. Gefühlt schon alles hinten gespielt, was es nur zu spielen gibt. Gut, Jungs, dann auf geht's. Hätte ich halt nicht gesagt, ne, dass wir in der Rückrunde mehr Konstanz in die Formation reinbringen möchten, hätte ich jetzt wahrscheinlich Hüdi reingebracht. Und auch höchstwahrscheinlich Udines. Auch wenn bei Udines ja immer noch das, Quatsch, bei Lavic immer noch das Ding ist, dass ich ihm versprochen habe, dass er mehr Einsatzzeiten bekommt. Obwohl er halt wirklich die meisten Einsatzzeiten wahrscheinlich hat im Team. Neben den Innenverteidigern und Bulka. So, let's go. Leverkusen startet gleich mal nach gerade mal 2 Minuten. Ja, Santos leider mit einem guten Tackling, aber direkt zu Ruben. Angelo. Oh, schön von Nardoni aufgepasst. Hat sehr gut gemacht. Oben wäre natürlich Platz, aber der ist halt super schwer zu spielen. Deswegen nimmt er Lauris Lavic auf der anderen Seite mit. Die ist erstmal nichts. Hinnerbacher, boah, schwierig da in der Mitte. Hat sich da aber gut durchgesetzt. Geiler Ball, sehr geiler Ball. Und leider abseits, aber natürlich auch typisch für uns. Latte. Also wenn es so gewollt war, dann war es richtig sexy. Aber war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Ball wurde da von Lavic abgeditscht, weil die Szene schon vorbei war. Schön viel Platz für Nardoni. Und natürlich Aluminium Santos. Aber wir pushen schon. Aber wir haben halt Pech und sind nicht ganz so gut. Ja, Union natürlich gegen Dortmund. Also die haben wirklich den exakt gleichen Spielplan wie wir. Wir spielen gegen jeden Union-Gegner. Boah, was für eine geile Ballannahme von Angelo. Oh, und gute Parade von Bulka. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf den Angelo aufpassen. Oh, schöner Rückpass auf von Nardoni auf Lavic. Und dann ist es eine super krasse Parade von Johnson. Ah, nach dem Schuss von Santos. Und gleich die Angriffschance für Leverkusen. Oh, das haben unsere Jungs stark gemacht, aber leider wurde nichts draus. Oh, hartes Technik überall gefällt mir. Ja, und Diaby sollte man vielleicht auch aufpassen. Dann passt mal auf Angelo und auf Diaby auf. Angelo Merte. Oh, Sinan, den kriegt er nicht. Wieder Ruben, also die rechte oder die Seiten generell bei Leverkusen sind echt sehr fies. Sinan hat da sein gutes Stück Arbeit vor sich immer. Das ist nicht ganz so geil, Jungs. Ich lasse es aber erstmal so. Was könnte man halt machen? Also Leverkusen ist wirklich stark auf den Außen in der Offensive. Sollte ich da jetzt auf, wow, zwei gelbe Karten direkt zum Start der zweiten Halbzeit. Sollte ich da jetzt vielleicht sagen, dass die Jungs hinten etwas konservativer im Angriff sein sollen? Wäre vielleicht eine Idee. Gerade Sinan hat so immer seine argen Probleme in der Defensive. Oder da kommt dann gleich Bagan rein bei der Note und gelb. Hinterbacher genauso schlecht momentan. Ich glaube, ich wechsle mal die linke Seite komplett aus. Vielleicht hilft das. Ich bleibe aber auf Außenverteidiger unterstützen bei Sinan.
Außer hin. Okay. So, linke Seite ist neu. Hütti würde sich auch anbieten, nachdem Shuranov mal wieder nichts zeigen kann heute. Aber ich lasse es mal noch. Okay, jetzt kommt aber Hütti rein. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass hier noch was Positives für uns entstehen könnte. Viel Zeit bleibt uns aber nicht mehr. 10 Minuten noch. Nochmal die Jungs ein bisschen motivieren und Chipperfield kommt nicht rein, sondern Kuss. Leverkusen nochmal mit Diaby. Oh, das ist ein guter Ball. Wieder mal über die Außen. Erstmal geklärt. Ja, Jaschwili. Oh, das ist nicht klug. Ball direkt zum Gegner geköpft. Schön aufgepasst von Bagan. Konterchance. Da ist Hütti. Boah, wen will er da anspielen? Macht das einzig Richtige. Hakan und Hütti. Das könnte ein geiler Ball werden. Der ist auch richtig geil. Lavi kriegt er den in die Mitte. Das Kroos lässt sich fallen. Hütti und eine Riesenparade schon wieder von Johnson. Meine Güte, Murray Johnson. Was ist denn mit dir, Kollege? Lass doch mal einen durch. Das war halt echt schön herausgespielt. Das war ein wunderschöner Pass da auf Lavi. Oh, wieder auf den Außenbahnen viel Platz für Leverkusen. Ist wieder deren rechte Seite, obwohl es mittlerweile andere Spieler sind. Erst mal geklärt, nicht gut genug dafür. Kroos, da muss er unbedingt hin. Hat er richtig stark gemacht. Asadi. Oben ist Platz für Lavik. Unten ist Kroos. In der Mitte ist Hütti. Kriegt er den irgendwie in die Mitte? Die ist gut. Lavik. Ja, kommt nicht ran. Senaya. Nardoni. Kroos mit viel Platz. Kroos schießt drüber. Mann, Alter. Oh oh. Das wäre halt so hardcore unverdient. Das wäre halt so hardcore unverdient. Schön von Bagan. Hütti, boah. Was macht er draus? Unten ist viel Platz. Geiler Ball auf Asadi. Geiler Ball zurück auf Hütti. Irgendwie in den Rückraumling, in den Rückraumling. Und Johnson schießt, oder Johnson hält den Schuss von Hütti, meine ich. Weil er, ja, zu egoistisch einfach ist. Was für eine starke Schlussphase von uns. Asadi, Hütti kriegt nochmal die Chance. Und wieder ist es Johnson, der das Spiel sogar schnell macht. Der will auch noch gewinnen. Aber es sind nur wir, die hier nochmal nach vorne gehen wollen. Lavi, geiler Ball von Jaschwili. Aber dann verliert er den. Wieder wir, Hakan, nee. Und dann müsste es das auch gleich gewesen sein. Kroos nochmal. Letzte Chance, Hütti. Asadi, Asadi, Asadi. Und wieder ist es Johnson. Was ist mit dem? Was ist mit diesem Murray Johnson los? Ey, was war das für eine starke Schlussphase von uns? Wie können wir da kein Tor machen? Und es ist halt ein Sinnbild unserer Rückrunde bisher. So viele Chancen und wir scheitern an uns selber. Johnson nur mit einer 7,6 sehe ich nicht, wenn Bulka eine 7,5 hat. Beide Keeper waren gut. Aber wir hatten so eine unfassbar starke Schlussphase. Schaut euch diesen XG-Wert an, ab der, ja, wahrscheinlich knapp 70. Minute, 65. Der geht einfach, wir waren halt fast gleich auf, wir waren eigentlich gleich auf mit Leverkusen bis dahin. Warum ist da ein Ball? Heißt ein Ball nicht normalerweise Tor? Mit 70 zu 78 und haben dann halt wirklich noch ein... Hatten wir die 78? Nee, ne, wir sind die 70er. Wir sind, glaube ich, die Erstgenannten. Ich glaube schon. Wir hatten dann noch 1,05 XG rausgeholt. Das ist halt... Also mehr sogar, weil wir 1,82 haben. Boah. Und kein Tor daraus bekommen. Ist das bitter. Und die Schüsse waren halt nicht mal schlecht, ne? Hier, das ist die Schusskarte von uns. Nee, warte mal. Wer sind wir jetzt? Dankeschön. Doch, links, ja. Das sind halt richtig gute Schüsse, vor allem von welchen Positionen halt auch aus. Boah. Deswegen verstehe ich nicht, warum Johnson halt so, in Anführungszeichen, schlechte Bewertung hat.
Das war für mich schon fast eine 10,0. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, ne, beim Andorra Safe eine 10,0 gegen uns als, also ein Keeper. Das war eins der, da werde ich mich auch immer dran erinnern. Das war ein unfassbar schlimmes Spiel. Da kannst du auch nur wahnsinnig werden. Ebenso wie jetzt gerade bei der Schlussphase. Sehr, sehr schade. Hätten hier locker gewinnen können. Allerdings muss man dabei auch sagen, Leverkusen hätte auch schon Tore machen können. Ne? Das dürfte man nicht dabei unterschlagen. Das gilt für beide Seiten, dass man hier hätte gewinnen können. So, Chipperfield, Asadi, Udines sowie Bagan machen mal ein bisschen. Ey, warum hat er jetzt deselektiert? Machen wir ein bisschen zweite Mannschaft, damit die Spielpraxis schön oben halten. Dortmund jetzt gleich. Boah, auf Platz 4. Wobei wir uns gegen starke Gegner ja meistens etwas besser anstellen. Ich glaube, einfach nur weil ich das gesagt habe, würde ich jetzt gar nicht so viel ändern. Also ich würde Tagbenio reinpacken, wenn er fit genug ist. Und wahrscheinlich Hütti. Auch wenn ich sehr gerne Sadi reinpacken würde. Weil der richtig, richtig aufgedreht hat in der Schlussphase. Kann aber auch sein, dass es gerade gegen Dortmund halt die falsche Variante ist, sondern dass du eher den Spieler mit mehr Erfahrung und deutlich besserem Backtracking nehmen solltest, was ja dann Hinnerbacher wäre, weil Dortmund wird offensiv deutlich stärker sein als Leverkusen. Beuth hat sich ein bis drei Tage verletzt. Mal gucken, wie wir das dann machen. Also Tuggi und Hütti. Ach Mann, dass wir da kein Tor rausgekriegt haben, ey. Ristic wäre eigentlich auch mal wieder eine Idee. War ja auch klar, ne, übrigens, dass es schwer wird mit drei Stürmern, dass man die gut managt. Gerade weil wir ja nur zwei Wettbewerbe haben und es ja im Vornherein eigentlich klar war, dass wir irgendwann wahrscheinlich rausfliegen werden aus dem Pokal, weil wir nicht wirklich die Pokalfavoriten sind. Das hier sieht weiterhin sehr schön aus. Scoutet die aber mal bitte nochmal und zum 700. Mal. Auch wenn da viele dabei sind, die arschteuer sind. Aber hier zum Beispiel sowas kann man sich da bestimmt mal anschauen. Tatsuya Yamamoto. Wie sieht er hier aus? Ui. Paraguay ist auch mal geil. Ich finde, Paraguay hat auch eine richtig geile Flagge. Und ja, ich achte darauf. Die Flaggen müssen schon schön aussehen. Deswegen hätte ich ja so gerne mal ein Region aus dem Libanon. Weil Libanon ist eine meiner Lieblingsflaggen, ne? Gott, ich klinge wieder Ultra-Nerd, wenn ich über Flaggen rede, ey. Gut, sagte er, während er einen Fußballmanager spielt, ne? Aber man kann es halt auch ein bisschen übertreiben. So, unser nächster Gegner scheint bei Hertha, weil die spielen jetzt gegen Union. Ist das wirklich so? Tatsache. Und die gewinnen 3 zu 0. Irgendwie gewinnt jeder gegen Union. Ja gut, Union ist auf Platz 17. Wie sieht es denn in der zweiten Liga aus? Ingolstadt, Augsburg, Düsseldorf, HSV mal wieder nicht unter den ersten drei, wobei die noch ein Spiel haben. Bremen ist am Absteigen. Oh meine Güte, Bremen, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist, wie hardcore kann man denn verkacken? Unglaublich, ey. Ja, schwarz-weiß reden am Absteigen. Ja. Ich wünschte, wir hätten unsere zweite Mannschaft dort. Wobei, es muss nicht unbedingt dritte Liga sein. Ich hätte mir aber gewünscht, dass die in der Regionalliga West ist. Das ist nicht schön. Das ist etwas schöner. Nimm mal Arsenic hier hin. Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Folge Newfentake hin. Müsste aber eigentlich, ne? Ich kann ja auch vier Spiele machen, ist ja nicht das Problem. Wir haben jetzt danach eine Länderspielpause. Deswegen ist jetzt nach diesem Spiel auch Schluss. Dann haben wir bis zum 15. die drei Spiele und dann noch Leipzig. Können knapp werden, aber sollten wir hinbekommen, in der nächsten Folge den Juventus-Tag zu haben. Jetzt Borussia Dortmund. Zuletzt gegen Union gewonnen, davor gegen Schalke verloren. Sparta Prag hat man gewonnen.
Die spielen gleich am Mittwoch Pokal gegen Mainz. Eventuell ein Ding, dass die rotieren. Sind in der Champions League in der Ligaphase ins Achtelfinale gekommen, weil sie auf Platz 6 gelandet sind. Und spielen 4-3-3. Immer noch mit Jude Bellingham. Wird sehr gefährlich werden für uns. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Kann Tugbenia spielen? Ah, dann lasse ich mal Senaya spielen. Weil der kam ja auch erst nach einer längeren Verletzung zurück. Lieber nicht gleich komplett übertreiben. Also unsere einzige Änderung ist dann wirklich nur Hütti für Schuranov. Hätte ich im Prinzip dann vielleicht Asadi, aber wir hatten das Thema gerade. Ich glaube, mit Hinterbacher sind wir gut bedient. Und vielleicht sollte ich mal noch fragen, ob wir mit Hinterbacher verlängern können. Ich nehme ihn mal kurz Aue an die Seite. Dann wird das wirklich bis zum Ende der Saison noch drin sein. Und wenn wir dann international spielen, dann wird er wahrscheinlich verlängern wollen, ansonsten wahrscheinlich nicht. Ich meine, er hat ja Vertrag, das ist es ja nicht. Nur die Aufstiegsklausel ist halt so niedrig. So, Dortmund, lass mal kurz noch, ähnlich wie wir das gerade gegen Leverkusen gemacht haben, hier kurz mal fragen. Also Dominik Peitz gefällt mir, ne? Der möchte, dass wir alle Gegner umfotzen. Das ist in meinem Interesse. Ohne dafür Karten zu bekommen, bitte. Nur gerade bei Dortmund ist es in echt meistens ja auch so, dass du die halt schon sehr nerven kannst, wenn du am Anfang relativ robust zur Sache gehst. Jedenfalls war das so, als der HSV regelmäßig gegen Dortmund gewonnen hat, obwohl der HSV halt irgendwie auf Tabellenplatz 16, 17 war. Hütti! Natürlich Aluminium, aber auch abseits. Was dann viele andere Mannschaften natürlich auch gemacht haben. Ne? Also der HSV war da bestimmt nicht gut. Das ist halt so dieses Schema, was bei Dortmund in der Zeit relativ gut funktioniert hat. Anders als dieser Freistoß hoffentlich jetzt. Der ist sehr lang. Viel Platz im Rückraum. Extrem viel Platz im Rückraum. Aber Gio Reyna spielt wirklich selber den Ball. Wow. Und da hast du halt richtig gemerkt, sobald du halt robust zur Sache gegangen bist gegen die, haben dann erstmal keinen Bock gehabt und deswegen dann auch ein schlechtes Spiel und dann eventuell sogar verloren gegen so schlechte Mannschaften. Hinterbacher? Nee. Darf nochmal. Boah, das hat aber Dortmund richtig stark gemacht und schön zurückgeholt von Hinterbacher. Genau deswegen spielst du heute. Nardoni mit Platz. Nardoni mit Platz, aber leider ohne Hirn. Weil von da schießen. Nardoni wird ja im Sommer dann nach Argentinien zurückgehen, zu River Plate. Waren gute Jahre bei uns, also den werde ich gut in Erinnerung behalten. 0:0 zur Pause gegen die Dortmunder. Wir sind auf Augenhöhe, würde ich sagen. Auch wenn Dortmund schon eine richtig gute Chance hatte mit Reyna. Die aber nicht als Großchance galt, weil ja, so krass war die jetzt auch nicht. War halt ein fieser Winkel. Allerdings halt kein Torschuss bisher. Und Dortmund spielt auch wirklich stark. Das sieht man jetzt hier gerade in der Defensive. Buchmann auf Schade. Elias hat viel Platz wieder. Aber zum Glück schießt er. Was könnten wir halt machen, ne? Wir haben jetzt knapp 65 Minuten um. Schlechteste Noten von Hakan mit Gelb auch noch. Santosch und Hinterbacher sowie Hütti. Ich werde mal Chipperfield die Chance nochmal geben, sich zu beweisen. Hakan lasse ich mal drinne, den vertraue ich. Das wird auch eins dieser Schlüsselspiele jetzt für ihn werden, um zu zeigen, dass er nächstes Jahr auch noch da sein sollte. Und Asadi kommt halt rein. Freistoß für Dortmund und Elias geht vorbei. Bulka stand gut, weshalb ich mir jetzt keine Sorgen gemacht habe. Bulka wird auch so eine Personalie werden, ne? Keine Ahnung, ob der bleibt. Das kommt wirklich alles drauf an, wie, wo wir landen in der Tabelle, wie viel Geld wir bekommen, wie viel Bock ich habe, wie die in der Rückrunde spielen. Sinan, Nardoni, nee, oh, und jetzt eine riesige Konterchance für Dortmund. Molina, der Rechtsverteidiger, kriegt den Ball, nicht Elias. Starker Ball in die Mitte und Adeyemi macht das Tor. Das war ein saustarker Konter, leider. Da hat Dortmund die Qualität gezeigt, die sie leider haben. Sauklug, dass Elias hier wegbleibt und Molina das Rennen überlässt. Sinan mal wieder sehr, sehr schwach in der Defensive. Ich glaube, da werde ich mal den Fokus auf das Defensivtraining bei ihm lenken. Komm, lass mal direkt wieder rankommen. Der ist gut! Und natürlich ist es schon wieder der Pfosten, meine Fresse, ey.
Wie oft habe ich in dieser Folge bitte schon Alu getroffen? Ja, Mann, wäre es gewesen. Es ist unfassbar, wie oft wir Alu treffen. Alleine heute halt schon wieder. Gehen auf Doppelsturm, Hakan geht. Aber wir müssen ja versuchen, hier noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Sinan, Nardoni, ne, der war etwas zu kurz. Powerplay wieder von uns. Eben hat es nichts gebracht. Vielleicht jetzt Churanov und das ist Abseits. Das müsste Abseits sein. Laurent Slavik war super nah am Tor gefühlt. War der schon im Tor? Oh, zählt, yes! Pessimismus. Sehr schön. Was für war weit vorm Tor? Was, guck, wo guckst du hin, Markus? Ja, guck doch mal woanders hin als... Also, nee, guck mal zum Spiel, nicht woanders hin. Oh nein. Wir stehen noch auf sehr offensiv. Ich glaube, so schnell hätte ich das auch gar nicht rausnehmen können. Oh, please not, boys. Das wäre so bitter. Oh, ist das stark gespielt. Gomes und ja. Ich habe nicht auf Sinan geguckt. Das ist der einzige Punkt, wo Adeyemi eventuell im Abseits stehen könnte. Ja. Scheiße. Ja, das ist aber halt ganz ehrlich, ne? Natürlich, ich stehe jetzt noch auf sehr offensiv. Ich stehe noch auf dem 4-4-2 offensiv. Aber die Jungs müssen halt auch ganz ehrlich so klug sein, dass sie nicht 2 Sekunden nach dem eigenen Treffer sofort wieder kassieren. Ganz ehrlich, ich nehme gerne die Schuld auf mich, wenn es taktische Fehler sind. Eventuell war es ein taktischer Fehler, nicht sofort hier was zu machen. Aber wirklich, die Jungs dürfen nicht so blöd sein, direkt 2 Sekunden nach dem eigenen Tor zu kassieren. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Bei aller Liebe, bei aller Selbstkritik, das darf nicht passieren. Und wenn ich halt noch irgendwie eine Einerkette hier drinnen hätte, never, never darf das so passieren. Die dürfen nicht alle bei einem Anstoß des Gegners hinten drin pennen. Oh, ist das bitter. Das war ein richtiges Ping-Pong-Tor, leider war es so gewollt von Dortmund. Und jetzt ist alles so aberkannt. Er hebt den Arm einfach nicht. Ah, da ist es Abseits. Oh, okay. Puh. Glücklich, aber wird wahrscheinlich nichts mehr ausmachen. Ah, eine knappe Niederlage durch... Ja, Penn. Ganz einfach. Da kann man gar nichts anderes sagen. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Wenn du halt wirklich direkt danach kassierst, dann ist das halt einfach bescheuert. Haben sogar einen deutlich besseren XG-Wert schon wieder als Dortmund. Nee, da muss man wenigstens unentschieden spielen. Da hatten wir einmal die Chance, gegen ein richtig starkes Team unentschieden zu spielen und dann pennen wir wirklich sofort nach dem eigenen Treffer, nach dem Ausgleichstreffer. So heftig. Und wirklich, Leute, ganz ehrlich, da lasse ich mir nichts anderes sagen. Wenn ich offensiv stehe, ja, und halt unbedingt den Ausgleich erzielen möchte und diesen dann erziele, und nicht sofort halt wieder zurück auf eine Viererkette gehe, oder wir waren ja in einer Viererkette, ne? Ich mache jetzt als rein hypothetisches Beispiel, wenn wir wirklich auf 3-4-3 gegangen wären, ja? Dann darf die Mannschaft bei einem Anstoß nicht direkt nach vorne rennen, ohne Rücksicht auf Verluste. Da muss die KI wirklich so klug sein, dass man wenigstens beim Anstoß des Gegners, beim Ballbesitz des Gegners, nicht blind nach vorne rennt. Und dann halt dadurch den gegnerischen Angriff so forciert. Also wirklich, sorry, da lasse ich nicht mit mir reden. Wir sind leider jetzt auf Platz 7 gedroppt. Wir müssen jetzt noch schauen, was Gladbach am Sonntag macht, weil das könnte noch sehr gefährlich für uns werden. Es ist und es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr eng im Kampf um Europa. Leider wieder heute wenig Punktausbeute. Nächste Folge haben wir dann das absolut direkte Duell gegen Hertha. Zeig ich mal, was die so machen. Gladbach verliert zu unserem Glück. Damit bleibt es bei 3 Punkten auf Platz 8 und 9, weil Freiburg gewonnen hat. Schalke hat gewonnen, die bleiben auch mittlerweile mit einem guten Vorsprung vor uns. Also 11 Spieltage vor Schluss kann man, glaube ich, sagen, Hertha
Leverkusen, Freiburg, Gladbach sind unsere größten Konkurrenten um den sechsten Platz. Also Platz 6 ist jetzt mein Ziel. Eventuell schaffen wir es noch einen kleinen Run zu holen, aber wir müssen uns halt weiterhin erstmal aus der Gruft herausgraben, die durch diese ersten 3 Spieltage entstanden ist in der Rückrunde. So stark sind wir gar nicht dieses Jahr, ne? Generell ist die Liga sehr ausgeglichen, was uns hilft. Beziehungsweise wir haben halt Gruppierungen, ne? Bayern ganz klar, thront oben ganz alleine. Dann haben wir die Champions League Gruppe, die wirklich eine Champions League Gruppe ist, aus Wolfsburg, Dortmund und Leipzig. Dann haben wir die Europa-Anwärtergruppe mit Schalke, die aber schon so langsam wegziehen, Hertha uns, Leverkusen, Freiburg und Gladbach. Und dann haben wir eigentlich die Abstiegsgruppe mit Frankfurt, Köln, Stuttgart, Mainz, Hannover, Hoffenheim. Und dann haben wir die Kellerkinder mit Union und Bochum. Aber es könnte besser laufen. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar etwas stärker zu diesem Zeitpunkt, oder? Letztes Jahr haben wir 46 Punkte geholt. Gefühl würde mir sagen, dass wir letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt etwas mehr Punkte hatten. Also, so wie das hier aussieht, muss das nicht unbedingt der Fall gewesen sein. Jedenfalls war der Rückrundenstart deutlich besser. Naja, wir fighten, ne? Wir sind immer noch eine schlechte Mannschaft, dürfen wir nicht vergessen. Wir versuchen halt alles. Was ich jetzt in der Länderspielpause machen werde, die wahrscheinlich keine Länderspielpause ist, sondern eher eine Pokalpause. Ich werde nochmal alle Trainings durchgucken, ich werde nochmal ein bisschen Kaderplanung machen und dann werden wir in der nächsten Folge schon mal ein bisschen gucken, wie wir so die Sache angehen. Wenn auch nicht viel, weil wir erst den Youth Intake abwarten wollen, weil ihr kennt mich ja, ich brauche jetzt keinen Linksverteidiger zum Beispiel holen, wenn wir dann den Gott-Linksverteidiger kriegen im Youth Intake, ne? Gut, die Leute, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze am Mittwoch, ne? Ist das Folge 106 hier? Jupp, dann am Mittwoch. Drückt mal die Däumchen, Hertha wird ein schwieriges Spiel werden. Das müssen wir unbedingt gewinnen, damit wir auf Platz 6 kommen. Hannover, Freiburg würde ich auch sehr gerne besiegen. Also in der nächsten Folge 9 Punkte wären schon sehr, sehr schmackhaft. Gut, die Leute, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.